Inforadio Podcast. Willkommen, sagt Thomas Prinzler. Ich bin in einem niegelnagelneuen Forschungsgebäude mit markanter Glasfassade mit ornamentalen Verzierungen. Licht und Transparenz, das ist die Aufgabe der Fassade für das Haus, das versteckt im Hof eines Gebäudekomplexes der Humboldt-Universität in der Hannoverschen Straße liegt. Es ist das Berlin Institute for Medical Systems Biology, kurz BIMSBI. Doch halt, ehe Sie jetzt weghören, lassen Sie sich vom Direktor erklären, was es eigentlich ist und was es Superspannendes hier gibt. Ich sage nur Hirn in der Petrischale. Willkommen also, Nikolaus Rajewski. Danke für Ihre Zeit und dass ich hier sein kann. Was also, Herr Rajewski, ist das BIMSBI, auf Deutsch Berliner Institut für medizinische Systembiologie? Es ist ein Forschungsinstitut. Wir bringen hier Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam durch Kollaboration in verschiedenen Disziplinen zu verstehen, wie Zellen ihre Entscheidungen treffen. Zellen müssen ja viele Aufgaben erfüllen in unserem Körper und Zellen müssen ständig reagieren auf Einflüsse von außen oder auf ihre Umgebung innerhalb eines Gewebes. Und da sind, wissen wir, die Gene wichtig, die in unserem Erbmaterial aufgeschrieben sind. Und es ist das Zusammenwirken dieser Gene, die Zellen dazu bringt, ihre Funktion zu erfüllen und Entscheidungen zu treffen. Sie sind ja bereits seit 2008 Direktor dieses Instituts. Kurz nachdem Sie aus den USA zurückgeholt wurden, war das der Grund, dieses Institut hier? Nein, überhaupt gar nicht. Ich kam 2006 aus den USA, weil ich das Max-Delbrück-Zentrum, einen sehr spannenden Forschungsstandort, fand. Die Idee für das BIMSBI kam mir mehr als ein Jahr später, mehr oder weniger am Schreibtisch. Das ist also eine ganz unabhängige Entwicklung. Wenn es bisher, Herr Rajewski, ohne Haus ging, was geht jetzt besser mit, nachdem 41 Millionen Euro verbaut worden sind? Okay, also erstmal ist das BIMSBI mehr als nur das Haus. Wir haben ja, sind wir dem Bundesministerium für Bildung und Forschung extrem dankbar, ein Budget, ein verstetigtes Budget erhalten, das es uns ermöglicht, gut 25 Forschungsgruppen, insgesamt ca. 350 Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zu rekrutieren. Auch das Land Berlin übrigens ist daran mit beteiligt. Endlich wird der Traum wahr, dass wir zusammenarbeiten können. Außerdem ist dieser Standort hier mit Bedacht gewählt auf dem Humboldt-Campus und in direkter Nähe zur Charité, was für uns extrem wichtig ist, weil wir einmal mit der Humboldt-Universität Expertise bekommen, Studenten, Kollegen, die wir dringend brauchen, also Mathematik, Computerwissenschaften und so weiter, die wir sonst im Buch nicht hätten. Und die Charité ein extrem wichtiger Partner für uns, weil wir unsere Grundlagenforschung auf Krankheiten anwenden wollen, um also ganz direkt auch Fortschritte zu machen in der Erkennung von Krankheiten und in der frühen Intervention von Krankheiten. Herr Rajewski, Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Mitarbeiter aus aller Welt zusammengeholt. Was sind das für Wissenschaftler? Das sind ja nicht nur Biologen, sondern Sie haben gesagt, Mathematiker sind auch nötig, Computerexperten. Ja, also wir bringen hier zusammen verschiedene Disziplinen, weil ich daran glaube, dass es nur durch dieses interdisziplinäre Arbeiten wirklich möglich ist, heutzutage grundlegenden Fortschritt zu machen. Es liegt daran, dass die Daten, die wir gewinnen, die Zellen sind hochkomplex, 20.000 Gene in verschiedenen Kombinationen. Können Sie sich vorstellen, das sind Trillionen von Kombinationen. Man muss diese Daten erstmal gewinnen. Dafür sind natürlich Messungen notwendig, aber da muss man die Daten interpretieren, die Mechanismen verstehen. Wir wollen nicht nur kartieren, sondern verstehen. Und merken Sie, da kommen eben verschiedene Fachrichtungen zusammen, um das zu können. Und die Leute, die jetzt hier unter dem Dach des BIMSBI arbeiten werden, kommen aus sehr verschiedenen Richtungen, haben sich aber eben dem gemeinsamen Ziel verschrieben, das ich ein bisschen erklärt habe.
Ich hatte es am Anfang angekündigt, wir müssen reden über das Hirn in der Petrischale. Ich habe es selbst gesehen, es ist 1 Millimeter groß. Wächst es noch? Ja, es wächst noch, inzwischen ein bisschen langsamer. Also worauf Sie anspielen, ist, was wir hier machen. Wir nehmen zum Beispiel ein paar Hautzellen von einem Patienten mit einer Hirnkrankheit und programmieren diese Hautzellen in Stammzellen um und regen dann die Stammzellen dazu an, in ein dreidimensionales, wir nennen es Organoid, Sie können auch vielleicht sagen Mini-Hirn, zu wachsen. Das ist extrem spannend, weil wir zum ersten Mal in der Lage sind, ein menschliches Hirn molekular zu untersuchen, was ja ansonsten kaum möglich ist, es sei denn, die Person ist dann leider verstorben. Das heißt, wir können zum ersten Mal wirklich das Gehirn während der Frühentwicklung beobachten und auch manipulieren. Also diese Mini-Hirne feuern tatsächlich elektrische Signale, sind also unter dem Aspekt her lebendig, haben auch Stoffwechsel, also haben Metabolismus. Aber natürlich haben keinerlei Sinneswahrnehmung und können nicht auf irgendwas reagieren. Das heißt, es sind natürlich auch immer noch sehr künstliche Modellsysteme. Was wir machen können, ist, wir können zum Beispiel ein Hirn von einem Patienten im Labor aufbauen, wie erklärt, aber können dann ein Gen, von dem wir glauben, dass es vielleicht in der Krankheit eine Rolle spielt, in diesem Hirn korrigieren, um dann zu sehen, wie das gesunde Gehirn im Verhältnis zu dem Patientengehirn aussieht und wie wir vielleicht das Patientengehirn behandeln könnten oder so manipulieren könnten, dass es der Krankheit entweichen kann. Das sind ganz neue Möglichkeiten, von denen ich begeistert bin. Also was wir sehen, was viele andere Gruppen auch sehen, sind, dass klassische Degenerationskrankheiten wie Alzheimer, von der ja sehr viele Menschen im Alter betroffen sind, dass die möglicherweise nicht erst Krankheiten sind, die im Alter plötzlich entstehen, sondern wir glauben, dass die möglicherweise zurückzuführen sind auf Entwicklungsdefekte, die eigentlich schon viel früher im Leben des Menschen stattgefunden haben, die aber erst durch die Zeit und immer neue Anforderungen während des Alterns an das Hirn dann zu Trage kommen. Das also kann sein, dass wir also auch insgesamt ganz neue Einsichten gewinnen, wie solche furchtbaren Krankheiten wie Alzheimer entstehen und wie sie möglicherweise behandelbar sind. Im wissenswerten Gespräch heute Nikolaus Rajewski, Professor für Systembiologie an der Charité und Direktor des BIMSBI. Wenn Sie praktisch an diesem Mini-Hirn, Sie hatten es angedeutet, jetzt forschen, was ist sozusagen Ihre Hoffnung oder Ihre Erwartung an die Ergebnisse? Also die Hoffnung ist, dass wir in der Lage sind, die Entwicklung von Zelltypen im menschlichen Hirn zu rekonstruieren und die molekularen Mechanismen, die diese Entwicklung treiben, verstehen. Und dass wir das tun können für gesunde und für kranke Hirne und deswegen Einblicke bekommen, an welcher Stelle genau Zellen vom Gesunden ins Kranke überwechseln und sozusagen dadurch in der Lage sind, viel frühere Diagnosen machen zu können als bisher möglich und vielleicht auch in der Lage sein werden, diese Abweichungen zu therapieren, in dem Sinne, dass wir die Zellen wieder in die Richtung von gesund bringen können. Herr Rajewski, Sie sammeln Ehrungen und Forschungsgelder wie andere früher Briefmarken. Der letzte Coup für Ihr Forschungsvorhaben Lifetime haben Sie gerade 1 Million Euro von der EU bekommen. Wofür genau? Wir haben 1 Million bekommen, weil wir ausgewählt wurden als eines von 40 ursprünglich Mitbewerberkonsortien, einen Forschungsantrag zu schreiben, der für 10 Jahre 1 Milliarde Euro für unsere Forschungsziele bereitstellen würde. Wir fragen nicht immer einfach so um 1 Milliarde, sondern es ist eine Ausschreibung von der Europäischen Kommission in Brüssel. Da gab es ein kompliziertes und sehr kompetitives Auswahlverfahren,
in dem jetzt 6 Projekte ausgewählt worden sind von den ursprünglich 40, die jeweils 1 Million erhalten. Und von diesen 6 werden dann nach Ablauf des Jahres 2 oder 3 jeweils 1 Milliarde bekommen für jeweils 10 Jahre. Okay, angenommen, Sie bekommen diese 1 Milliarde. Was wird Lifetime sein? Woran forschen Sie dann? Lifetime ist die Idee in Europa, Infrastrukturen zu bauen, die es uns ermöglichen, in menschlichen Zellen die molekulare Struktur dieser Zellen zu messen während der Progression von Krankheiten, also Krebs oder Alzheimer oder viele andere Krankheiten. Ist ganz offen gegenüber welcher Krankheit. Dann diese Veränderung von Zellen während der Krankheitsprogression nicht nur zu erfassen quantitativ, sondern zu verstehen. Das heißt, ich nenne es das Differential, was die Zelle von einem Zeitpunkt zum anderen führt. Es geht wieder um molekulare Entscheidungen, wie hier am BIMSPI übrigens. Und dann zu versuchen, Therapien zu entwickeln oder Targets zu finden, die die Zellen vom Krankheits- in den Gesundheitsstatus bringen. Das ist ein Versuch, wirklich die Grundlagenforschung direkt auf Krankheiten anzuwenden, weil wir in der Grundlagenforschung solche Fortschritte gemacht haben, technische Fortschritte, dass wir glauben, dass wir auf jeden Fall unbedingt durch diese Anwendung auf Krankheiten Fortschritte machen werden, in der nicht nur im Verständnis, sondern auch in der Diagnose und Therapie von Krankheiten. Es ist also letztlich ein Versuch, einmal die Grundlagenforschung an die klinische Forschung, an die Patienten heranzuführen, das europaweit zu machen, damit wir insgesamt die nötige kritische Masse haben, um diese Form von komplexer Forschung Realität werden zu lassen. Besonders eng arbeiten Sie da auch mit französischen Partnern zusammen. Sie hier am BIMSPI hatten ja gesagt, organoides Minihirn ist praktisch Ihr Fokus. Bei Lifetime wird das deutlich breiter sein, gibt es deutlich mehr Organoide. Ja, also in Lifetime werden wir Organoide, auch andere Krankheitsmodelle insgesamt fördern, also auch zum Beispiel für die Niere oder Leber oder den Darm, alle möglichen Organe. Die 3 wirklich essentiellen Techniken, die wir in Lifetime entwickeln und integrieren, das ist ganz wichtig. Das sind also einmal die Methoden, mit der man Einzelzellen molekular untersuchen kann. Und zwar das für Millionen von Zellen auf einen Schlag über Nacht. Dann zweitens die Organoide, um Hypothesen testen zu können, um diese Systeme experimentell überhaupt zu befragen zu können. Und drittens Machine Learning und artifizielle künstliche Intelligenz, weil wir nicht nur gewaltige Daten erzeugen, sondern wir erzeugen halt die Daten, die widerspiegeln, wie Zellen ihre molekularen Entscheidungen formen. Das kann man sich also vielleicht wie eine ganz komplizierte Gesellschaft vorstellen. Und ähnlich wie vielleicht in den Companies wie Amazon, Google und so weiter versuchen vorherzusagen, wie sich soziale Netzwerke entwickeln oder wie sogar Individuen, was für Entscheidungen die treffen werden, wollen wir diese Methoden Machine Learning, künstliche Intelligenz anwenden, um zu verstehen, wie Zellen ihre Entscheidungen machen. Das ist also die erste großflächige Anwendung von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning auf Krankheiten und die Lebenswissenschaften. Herr Rajewski, Sie sind ja als Forscher sehr intensiv und sehr langfristig auch an Forschungsvorhaben dran. Ist Ihnen das eigentlich in die Wiege gelegt worden? Haben Sie schon als Kind, gehörten Sie zu der Gattung, die alles auseinandergenommen und unter das Mikroskop gelegt haben? Ich weiß nur, dass mein erstes in meinem ersten Schulzeugnis stand, dass Nikolaus zu verträumt ist und nicht rege genug. Dabei möchte ich es belassen. Danke und viel Forscherschweiß und Glück Ihnen für Lifetime und BIMSPI. Professor Nikolaus Rajewski war das, Direktor des Berliner Instituts für medizinische Systembiologie am Max-Delbrück-Zentrum. Und das waren die Wissenswerte mit Thomas Prinzler.
Inforadio Podcast.